Ja, liebe Wohnmobilfreunde, hier bin ich wieder und zwar bin ich heute auf dem Wohnmobilstellplatz Büchelwiesen in Amzell. Und dieser Stellplatz liegt im Allgäu und zwar in Amzell-Büchel und er bietet Platz für 27 Reisemobile. Ja, man fährt über eine relativ kleine Straße zu diesem Wohnmobilstellplatz und wenn man an diesem Stein angekommen ist, dann muss man sich rechts halten und hier die Straße hochfahren. Und kommt dann zum eigentlichen Wohnmobilstellplatz. Und direkt unten an der Auffahrt zum Wohnmobilstellplatz gibt es auch ein schönes Restaurant und einen Biergarten. Und den zeige ich euch dann später noch. Wenn man oben auf dem Wohnmobilstellplatz ankommt, läuft man direkt auf das Infohäuschen zu. Und hier am Infohäuschen, da prangt schon das Top-Platz-Schild. Und innerhalb dieses Häuschens gibt es dann einiges an Informationen, die man lesen kann. Und in diesem Häuschen meldet man sich auch ein. Und da gibt es dann eine Klappe. Und innerhalb der Klappe findet man Briefumschläge und so kleine Karten, die man ausfüllen muss mit den wesentlichen Daten. Also seine persönlichen Daten, Telefonnummer, E-Mail und so weiter. Und der eigene Name natürlich. Das Kraftfahrzeug, Kennzeichen des Wohnmobils und so weiter und so weiter. Das Übliche, was man so angeben muss. Und wenn man das dann alles gemacht hat und 15 Euro dazu gelegt hat, dann darf man eine Nacht auf diesem Stellplatz stehen. In dem Infohäuschen, da wirft man dann seinen Umschlag mit den 15 Euro in den Briefkasten, der da aufgehängt ist. Nach dem dritten Tag kostet die Nacht nur noch 13 Euro. Und man läuft dann hier runter, wenn man möchte, zum Sanitärgebäude. Und am Sanitärgebäude, da befindet sich auch der Müllentsorgungsbereich, also für klassischen Müll, Hausmüll und so weiter, alles schön getrennt, wie man es so in Deutschland kennt. Und davor am Gebäude, also auf der anderen Seite, da befinden sich zwei Badezimmer. Das sind also Duschen, Toiletten, alles in einem kleinen Raum. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, es ist eigentlich ganz praktisch. Man hat hier so ein schönes kleines Badezimmer und man hat eine Dusche und eine Toilette und ein Waschbecken und alles in einem Raum, sodass man sich da schön frisch machen kann. Ja, der Platz ist, wie gesagt, so in mehreren Ebenen aufgeteilt. Das Ganze ist eben auf so einer etwas buckeligen Wiese gebaut. Es geht so ein bisschen hoch und runter und deswegen stehen die Wohnmobile auch so auf verschiedenen Ebenen. Am Ende des Platzes gibt es einen großen Wendehammer. Da kann man also einmal durchfahren und sein Wohnmobil wieder in eine andere Richtung bewegen. Und ich denke mal, wenn es richtig voll ist, dann stehen an diesem Kreis auch außen noch Reisemobile, weil es gibt ja überall Stromsäulen und die stehen da bestimmt nicht umsonst. Ja, so sehen die Stromsäulen aus und da steht mein Reisemobil. Ich habe da nur eine einzige Nacht gestanden und bin dann weitergefahren. Aber der Platz scheint sehr beliebt zu sein. Man kann die Plätze reservieren. Ich stand auch auf einem reservierten Platz. Vom nächsten Tag war der erst anreserviert, also ich durfte da stehen. Hier gibt es einen großen Bodeneinlass an der Entsorgungsstation, also wirklich sehr großzügig, reicht auch für große Reisemobile. Und eine klassische Entsorgungssäule, wo man eben seine Chemietoilette entsorgen kann und Frischwasser bekommt und was man eben so braucht. Ja, wie gesagt, der Entsorgungsplatz, der liegt hier am Eingangsbereich des Wohnmobilstellplatzes. Aber wenn man hochfährt zum Wohnmobilstellplatz, dann liegt er da sofort rechts. Da kommt man auch gut hin. Und dann gibt es hier den Landgasthof Adler. Und da kann man dann auch als hungriger Wohnmobilist den Hunger stillen. Und ja, hier seht ihr nochmal die Zufahrt zum Wohnmobilstellplatz. Und die Plätze sind alle mit Rasengittersteinen schön ausgelegt. Ja, und das war's hier mit dieser Kurzvorstellung. Und dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.